Dieser Mann hat den Durchblick. Früher erfolgloser Comedian, der sich mit seinem Job kaum über Wasser halten konnte, heute Börsenstar, Autor und Familienvater. Sein Vermögen liegt bei über 34 Millionen Euro. Tendenz steigend. Was hast du gesagt? Wie viel? Um wie viel ist dein Vermögen seit heute früh gestiegen? Rund 1,3 Millionen Euro. Was genau macht der Mann, der sein Handy immer auf dem Stativ mit sich trägt, so anders? Konnichiwa. Wir sind im Herzen Tokios, genauer gesagt beim Sender TV Tokio, der zu einer der größten Sendergruppen des Landes gehört. Es ist gerade mal 5 Uhr früh und Toshiya Imura schon längst auf den Beinen, denn er wird in nur wenigen Minuten live auf Sendung gehen. Bei der bekanntesten Wirtschafts-Morningshow Japans. Warum er da eingeladen ist? Nun deswegen. Alle Welt schreibt über den Comedian, der zum Börsenstar wurde. Sein Aktienvermögen liegt derzeit bei umgerechnet etwa 34 Millionen Euro. Anzusehen ist ihm das nicht. Die Krawatte, die ich heute trage, hatte ich auch schon vor 15, 16 Jahren an, als ich Comedian auf der Bühne war. Ich trage die echt schon ewig. Von Reichen lernt man Sparen und Zeitmanagement. Oh, der Börsenstar muss auf Sendung. Doch wie hat er das alles geschafft? Meine ersten Aktieninvestitionen habe ich eigentlich schon an der Uni gemacht. Ich glaube, dass ich mit einer ungewöhnlichen Obsession für Geld geboren wurde. Studiert hat Toshiya Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau. Mit durchschnittlichem Erfolg. Aber wie kam es dann dazu, dass er Comedian wurde? Ich glaube, meine wirtschaftliche Denkweise hat eine große Rolle bei meiner Berufswahl gespielt. Denn als Comedian schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Du unterhältst dich einfach, bist glücklich und verdienst dabei noch Geld. In Japan träumen viele junge Menschen von der Karriere als Comedian. Toshiya geht dafür auf eine Comedy-Schule. Davon gibt es viele in Japan. Doch der Wettbewerb ist riesig. Und auch er hat zu kämpfen. Teilweise waren wir um die 30 Komiker auf der Bühne, aber hatten nur 3 Zuschauer. Solche Dinge sind üblich. Und obwohl ich hart an mir gearbeitet habe, war ich alles andere als erfolgreich. Ich habe gerade mal 200 Euro im Jahr damit eingenommen. Also musste ich Nebenjobs machen. Bei McDonald's und in einem Pub. Damit bin ich auf ein Jahreseinkommen von etwa 6.700 Euro gekommen, also um die 550 Euro im Monat. An diese Zeit erinnert sich auch noch sein Kumpel, der ihn zu Hause besucht. Es handelt sich um Yuichi Okano, ein bekannter Comedian in Japan. Die beiden kennen sich noch aus alten Comedy-Zeiten und haben sich lange nicht gesehen. Wie der Börsenstar früher wohl so war? Ich denke nicht, dass Erfolg oder Geld ihn verändert haben. Imura war und ist schon immer ein Geizhals. Mein Ruf geht den Bach runter. Nein, ich meine das ernst. Und Geld hat ihn nicht verändert, was toll ist. Die beiden plaudern über die guten alten Zeiten und machen sich heute über die alten Comedy-Videos lustig. Es ist einfach peinlich. Ich möchte das nicht mehr sehen, da werde ich ganz schnell schüchtern. Und als der heutige Aktienmillionär 2010 seine Frau kennenlernt, wird ihm schnell klar: Ich wusste, dass ich diese Frau heiraten will. Gleichzeitig war mir klar, dass ich ein erfolgloser Comedian ohne Kohle bin, der nichts zu bieten hat. Er beginnt, sein Aktienwissen zu vertiefen. Studiert bis ins Detail, wie hier auf dem Bild, in seinem Einzimmer-Apartment für 500 Euro Miete. Geld zum Heizen war nicht da, deswegen ist er eingepackt. Währenddessen wurde meine Identität als Investor stärker als die des Comedian. Als mir das immer klarer wurde, stiegen meine Aktienrenditen weiter. 2017 erzielte ich eine Rendite von rund 680.000 Euro. Ab da habe ich mich als Comedian zurückgezogen. 2011 investiert er sein ganzes Erspartes, umgerechnet rund 7.000 Euro, in Aktien. 11 Jahre später sind daraus mehr als 5 Billionen Yen, also etwa 34 Millionen Euro geworden.
Es klingt wie das Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär. Er selbst gibt kaum Geld aus. Kein Auto, keine Reisen, kein Shoppen, geschweige denn Luxus. Im Gegenteil, sein Tag ist durchgetaktet. Aufstehen zwischen 5 und 6 Uhr, sein Frühstück, Kaffee. 5 Screens laufen bei Toshiya parallel. Etwa eine Stunde lang checkt er die Entwicklungen vom Vortag großer Märkte wie New York. Pro Monat liest er 2 Bücher zur Finanzbildung. Gegen 8 Uhr sieht er sich Analyseberichte der Tokyota Börse an. Ich investiere ausschließlich in japanische Aktien. Mein Anlagestil ist Vollinvestition. Ich stecke grundsätzlich mein gesamtes Geld in Investitionen. Was die Anzahl der Aktien angeht, gehe ich sehr wählerisch vor. Analysiere und grenze meine Anlageziele ein. Ich investiere nur in sorgfältig ausgewählte Aktien, sodass ich nur wenige Aktien besitze, die ich an einer Hand abzählen kann. Ein Investitionsstil, der extrem riskant ist und tierisch viel Wissen und Arbeit voraussetzt. So beobachtet Toshiya etwa 600 ausgewählte Firmen aus Autoindustrie oder Logistik, hat mehr als 2600 Notizen. Für die meisten klingt das wie Strafarbeit. Nicht für Toshiya. Achten Sie jetzt auf seine leuchtenden Augen. Ich genieße es. Es macht einfach Spaß. Es gibt rund 3.900 börsennotierte Unternehmen und jedes hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Es ist interessant, vorherzusagen und sich vorzustellen, wie sich diese Geschichte entwickeln wird. Toshiya ist für sein einzigartiges Analysetalent bekannt. Doch in Berufsleidenschaft steckt auch das Wort Leid. Und das erfuhr der Börsenstar buchstäblich am eigenen Körper. Natürlich gab es Tage, an denen ich Geld verloren habe. Damals war es schwierig, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich habe mir so auf die Beine geschlagen und mir selbst die Schuld dafür gegeben, warum ich das damals getan habe. Es gab Momente, da habe ich mir so an den Kopf geschlagen. Ich stand so stark unter Stress, dass ich Augenlidkrämpfe bekam. Es hat etwa ein halbes Jahr lang ständig gezuckt. Toshiya weiß, dass sein Weg zum Aktienmillionär schwer nachzuahmen ist und empfiehlt anderen eher ETFs. Breit gestreutes Investment ist sicherer. Der Mann hat alles. Familie, Freunde, vor allem Geld. Was bedeutet ihm das? Oh. Gar nicht so leicht für Toshiya. Das ist eine schwere Frage. Was bedeutet mir Geld? Das geht noch eine Weile so. Zwischendrin denkt er laut. Und dann kommt eine deutliche Antwort. Es macht mich glücklich, Dinge für andere zu tun. Am Ende erfülle ich meinen eigenen Wunsch. Denn je mehr Geld ich habe, desto mehr Menschen kann ich glücklich machen. Die Maximierung meiner eigenen Freude ist quasi gleich der Maximierung der Freude anderer. Um diese Freude zu vergrößern, plane ich jetzt eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Manchmal schimmert noch der Comedian durch. Nach dem Dreh hat uns Japans Börsenstar übrigens noch beim Aufräumen geholfen. Und hat uns dieses Bild geschickt, das seine Aussage visualisiert. Je mehr er in Unternehmen investiert, desto mehr Produkte können entstehen. Und am Ende ist jeder glücklich. Und wer will nicht glücklich sein? Dabei hilft uns jetzt hoffentlich Finanzexpertin Margarete Honisch. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ganz ehrlich, wie oft kommen solche Karrieren vor, die wir gerade gesehen haben? Ehrlicherweise muss man sagen, sehr, sehr selten. Schade. Oh, Mist. Ich hatte schon gehofft, ehrlich gesagt. Sind Sie auch bei 35 Millionen inzwischen? Weil Sie sind ja vom Fach. So weit bin ich leider noch nicht. Aber das Wichtigste ist, dass man überhaupt damit anfängt. Und wie hat es bei Ihnen angefangen? Bei mir hat es damit angefangen, dass ich irgendwann einen Anruf von einer Freundin hatte, die mir erzählt hat, ja, wir bauen jetzt. Da war ich Ende 20 und ich habe mich erst für sie sehr gefreut. Dann habe ich mir gedacht, wovon denn? Und dann habe ich meine eigenen Finanzen auch noch mal überdenken müssen und bin zum Glück auch schnell zum Entschluss gekommen, das Geld sollte investiert werden. Aber für die meisten ist es ja tatsächlich eine Raketenwissenschaft. Wir haben auch unsere Zuschauer gefragt und da sagen 75%, ich habe überhaupt keine Ahnung von Aktien. Wenn ich das ändern will, was mache ich dann? Ja, sich zunächst einmal das Wissen aneignen tatsächlich. Das wird ja leider nicht in der Schule vermittelt. Und wenn einem das Thema Aktien zu kompliziert ist, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ETFs, haben wir auch im Beitrag gehört, dann investiere ich direkt in ganz viele verschiedene Unternehmen und dann habe ich auch
viel, viel schneller den Zugang dazu und kann schneller einsteigen. Also ETF ist so eine Art Fonds oder da sind halt mehrere gebündelt? Genau, da habe ich nicht nur ein Unternehmen, sondern dann investiere ich sozusagen mit einem Investment direkt in 10, 100 oder sogar 1000 Unternehmen. Okay. Und was halten Sie von Apps wie zum Beispiel Trade Republic und Co.? Sind die gut? Ja, da gibt es mittlerweile viele verschiedene Apps. Die haben ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die Hürden natürlich abgebaut sind, weil ich dann wirklich schnell auch an der Börse handeln kann. Der Nachteil ist, dass es natürlich so ein bisschen so einen Gamification-Ansatz hat, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen ins Zocken komme. Und das sollte ich natürlich mit Geld nicht machen. Wie viel Geld braucht man denn? Was ist eine gute Grundlage, um ins Börsengeschäft einzusteigen? Man kann in Deutschland tatsächlich schon ab 1 Euro im Monat anfangen zu investieren. Aber in der Regel sagt man so ab 25 Euro im Monat, da kann man wirklich gut einsteigen. Und was sind die größten Fehler, die man machen kann als Neuling an der Börse? Genau das, was wir im Beitrag gesehen haben. Nicht breit genug diversifizieren, also wirklich eben nur auf eine Handvoll Aktien setzen. Idealerweise habe ich mindestens 10 verschiedene Aktien und wenn ich keine Einzelaktien auswählen will, dann setze ich eben auf Aktienfonds. Das heißt, er hat eigentlich alles falsch gemacht. Ja? Er hat alles falsch gemacht und dabei unglaublich viel Glück gehabt. Sehr gut. Und wie sieht's aus mit Kryptowährungen? Was halten Sie davon? Finde ich persönlich sehr spannend. Ich bin noch investiert seit einigen Jahren, aber dazu muss man sagen, es ist wirklich hochriskant, hochspekulativ und das sollte man niemals als Altersvorsorge verwenden, sondern wirklich nur, wenn man ein bisschen Spielgeld übrig hat, wenn man ein hohes Risiko hat, was man bereit ist einzugehen, dann kann man sich auch über Kryptowährungen Gedanken machen. Was mich tatsächlich zum Abschluss noch interessieren würde, legen Frauen und Männer eigentlich anders an? Gibt es da einen Unterschied? Es gibt tatsächlich Studien, ja, und das wird wahrscheinlich den Männern, die jetzt zuschauen, nicht gefallen. Diese Studien zeigen nämlich, dass Frauen tatsächlich besser investieren als Männer, weil sie eben nicht auf Einzelaktien setzen und nicht versuchen, sozusagen den Markt zu schlagen, die beste Aktie zu finden, sondern sie streuen breit und sind auch entspannter. Mir gefällt die Studie, weil dann kann man sich zurücklehnen. Sollen die Frauen bitte das Geld anlegen? Vielen Dank, dass Sie da waren.